Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Ballad Singer. In der letzten Folge haben wir versucht, das Buch der Blutmagie zu finden und unsere Reise hat uns durch Remagast gebracht, wo wir Alcanor in einer Taverne getroffen haben, um mit ihm einen Plan zu schmieden. Die Reise ging weiter nach Norden, da haben wir dann einen Turm gefunden und in diesem Turm war in der Tat das Buch der Blutmagie zu bekommen, aber wir mussten uns ja erst noch mit ein paar Fallen und am Ende mit einem Wasserelementar auseinandersetzen, den wir bekämpfen mussten. Das Buch haben wir bekommen und jetzt können wir uns eine weitere Mission wählen. Und ich würde sagen, den Drachen, den schieben wir erstmal auf. Wir suchen erstmal das Relikt. Leon enters the Ruloth Forest, an area that has long served as the home of several outlaws. Reminiscent of his mentor's stories, he remembers that the tomb of Asperia, the magician who had protected him as a child, should be here. The tomb guards a medallion containing the blood of two wizards who, like him, were able to control all four elements of nature. He must have it. Thanks to the instructions in the Blood Magic Book, he will uncover the secrets that will allow him to fulfill his claim to power. Leon explores the darkest nooks, looking for telltale signs. A shadowy atmosphere surrounds him, as if he were inside a cemetery, or worse, an open-cast crypt. An ill feeling rushes through him, such as he has never felt in his entire life. After wandering for several hours, Leon finds two tombs. They are both just simple mounds of rock, with no apparent markings. However, opening the wrong one might wake up the dead. He examines the tombs more closely, and finds a detail he hadn't noticed before. The first tomb seems to have some old, small, clotted blood stains, while the other displays normal signs of wear due to the effects of time. Okay, also wir haben zwei Höhlen gefunden und wir müssen jetzt auswählen, welche der beiden wir betreten bzw. öffnen. Und sie sind beide ziemlich identisch und nur die eine hat ein normales Zeichen und die andere, ja, ist so mit Blut beschmiert an der Tür und wenn wir die falsche öffnen, könnte es sein, dass wir Tote zum Leben wieder erwecken. Wir wollen das Relikt haben, das wir in einer der beiden Höhlen finden, sodass er seine große Macht weiter ausbauen kann und ein mächtiger Zauberer wird, zusammen mit dem Buch der Blutmagie, wo viele Anweisungen drinstehen, wie er das hinbekommen kann. Jetzt überlegen wir mal, was mich weniger beunruhigt. Und ich würde sagen, tja, wir nehmen die hier. He made the right call. After some major effort and a few hours work, Leon retrieves the jewel. Weirdly enough, his old keeper's bones weren't inside the tomb, a fact which leaves Leon quite astounded. He takes the silver pendant. The medallion is divided into three sections. Two contain a red liquid, whereas the third is still empty, ready to receive more blood. Leon must now learn to master this type of magic. He's fascinated and can hardly wait. Okay, also wir haben die richtige Wahl getroffen und wir haben das Relikt gefunden. Das ist ein Medaillon mit drei Kammern und zwei sind mit Blut gefüllt. Eine dritte ist noch leer und ja, wir müssen jetzt lernen, die Magie dieses Reliktes anzuwenden. Das war einfach. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Drachen. Leon decides to head to Laganasan. The cold desert is an inhospitable region inhabited only by outlaws. Its border is marked by an imposing metal fence. No one has ever been able to climb over it. Several barracks are placed along it, evenly spaced, with hosts of soldiers. Each troop is numbered. The changing of the garrison takes place, but once a year. A patrol sees Leon and stops him. They warn him against heading across the border alone. Leon tries to pull rank as a sorcerer, meaning to persuade them to let him through. Instead, the soldiers surround him and escort him to the highest ranking officer. And this is? The captain inquires. He wouldn't say, one of the soldiers replies. Talk then, or I'll lock you up.
Okay, also wir gehen in Richtung Laganessen, in eine ja, eiskalte Wüste und dort finden wir letztendlich ja, die Grenze zu diesem Stück Land und die ist bewacht von Soldaten, die uns dann direkt zum Anführer bringen. Ja, und der möchte halt wissen, wer wir sind. Wir können entweder antworten oder wir können ihn angreifen. Und ich würde jetzt erstmal, da wir ja nicht mit ihm alleine sind, lieber antworten. Sonst droht uns wahrscheinlich wieder irgendwas Schlimmes. My name is Leon. I'm a wizard of Balinor. He speaks. What brings you so far from home? My business is none of your concern. You arrogant fool. I'll have you whipped before I'll throw you in the cell. Now answer my questions. The captain of the guards is infuriated, and Leon doesn't like orders. The wizard must now decide whether to submit and start answering, or to attack. Tja, also das Gespräch läuft nicht sonderlich gut und wir müssen immerhin weiterhin überlegen, ob wir antworten oder ob wir angreifen. So, wir können eine Feuerwelle ausstoßen. Wir können Wurzeln beschwören. Wir können, ja, so eine Art Luftklinge hier herbeizaubern, um die Soldaten anzugreifen. Oder wir können weiter mit ihm reden. Das heißt aber auch nichts Gutes hier, das Symbol, oder? Wir probieren es nochmal. Aber eigentlich merkt man schon an dem Dialog, dass Leon gar nicht unbedingt sagen möchte, was seine Mission ist. There are no secrets here at the border. Arrest him. Let's see if a few days in jail will get him to talk. Jetzt können wir immer noch überlegen, ob wir kämpfen wollen. Das tun wir. Wir sind ja nicht ganz machtlos. Leon is outraged by the power play taking place. He decides to act upon getting rid of his audience. So, also reden hat nichts gebracht. Wenn wir jetzt eine Feuerwelle um den Captain herum beschwören, haben wir immer noch die Soldaten an der Backe. Ich glaube, wir sollten erst... Was kommen wir hier? Erstmal die Soldaten loswerden, das würde ich hiermit mal probieren. Leon is fast and the soldiers have no time to react. His hands are as quick as his tongue and he unleashes the spell. Despite the devastating effects on his opponents, he is safe. The sorcerer smugly smirks. The maimed bodies of the foolish men lie on the ground, the smell of blood and guts beginning to taint the stale air of the barracks. Okay, die Soldaten sind wir los. So, und jetzt können wir uns im Prinzip das Gebiet hier anschauen. Once over the border, Leon explores the area. The ground is black, as if covered by volcanic ashes. And the climate is much colder than that of Kael'Sinar. Under a matte gray sky, dark sand and desolation goes on as far as the eye can see. Walking his tedious path, he chances upon a lonely traveler. The two spot each other from afar, but do not try to avoid the inevitable encounter. The traveler has scaly skin, and a forked tongue darts in and out of his mouth as if he were a snake. He stops in front of Leon. Who are you? He asks. Someone very dangerous, if you get in my way. A friend, if you choose to trust me. Your name is... Leon Munar. You may have heard of me. The other doesn't reply. His eyes open wide, and he falls to his knees. Now I recognize you. Your fame and your past precede you. I am Therion, your humble servant.
Cautiously, Leon asks him to explain. Everyone knows of the last great wizard able to dominate the elements. What brings you here? I have my reasons. I should kill you for the mere fact you've seen me, but perhaps I won't. Leon's threat sparks fear in Pharion, startling him. I am sure you'll find me useful if you spare me. The wizard seems to mull over the plea and decides to test him. I'm looking for the dragon who dwells in these lands. Do not question me, just answer, as I have no time to lose. You need to head north, my lord. You'll find a black hill surrounded by bones. There, you'll find a cave. That's where the reptile lives. No one dares approach it. If you have spoken the truth, wait for me in the city of Snelfos. I'll reward you fairly. If you are lying, however, I will seek you out and I will kill you. How will I cross the border, though? It's under surveillance. Barracks number 7 is empty. Okay, wir haben den Reisenden getroffen und ja. Er hat von uns gehört als großen Magier und zollt uns Tribut und gibt uns Hinweise, wo wir den Drachen finden können. Und auch, wie wir da hinkommen. Also einen schwarzen Berg suchen und wir müssen aber irgendwie die Grenze zu dem Gebiet überwinden. Und er sagt uns, dass wir die Hütte Nummer 7 nehmen sollen, weil die leer ist, was auch immer das jetzt noch genau bedeutet. Und ja, wir haben für den Fall, dass er uns die Wahrheit gesagt hat, ihm gesagt, wo wir uns treffen und wie wir ihn belohnen können und dass wir ihn töten, wenn er gelogen hat. Gut. Und entgegen aller Empfehlungen gehen wir jetzt los und suchen die Höhle und ja, wollen den Drachen finden. After some time, Leon finds the hill surrounded by bones, just as the Snake Man had described it. The glacial cold is in sharp contrast with the burnt color of the dragon's lair. A strange feeling grips Leon's stomach, but he doesn't give in. He knows which way to go. A nauseating smell comes straight from the cave's center. There, he finds a huge reptile, curled up and resting. It is motionless, snoring blissfully. This is the moment of truth. Here, Leon could find a powerful and nearly invincible ally. Okay, also Höhle gefunden, Drachen gefunden. Und ja, wir betreten die Höhle jetzt. Einfach schöne Bilder hier, ich finde das echt toll. The wizard decides to step into the cave, and an eye is soon upon him. The dragon rises abruptly, spreading its mighty wings that take up the entire den. It roars and bellows a flame upwards. The dragon is imposing. Next to it, Leon is merely an ant. Its back is covered in scales, while its belly resembles that of a snake, slimy and gross. Leon's gaze follows the coils of fire as they rise. He notices that the hill's ceiling is open to the skies, allowing the creature to come and go as it pleases. A primal fear grips the wizard's heart, but his determination prevails. The situation is critical, and he must act now. Gut, wir stehen face to face dem Drachen gegenüber und der ist nicht unbedingt erfreut. Und wir müssen jetzt entscheiden, wie wir in dieser Situation weitermachen. Wir können ihn also mit hier so einem, ja, würde ich sagen, Wasserstrahl angreifen. Oder wir können eine Wasserwand bauen, die uns mehr oder weniger wahrscheinlich vom Feuer, genau, beschützt. Das klingt für mich erstmal besser, Defensive. The wall of water conjured by Leon shields him from the blast of fire, confusing the dragon.
Leon must seize this moment and decide whether to hurl a volley of water blasts at its head to knock it out without wounding it, or to block the movement of its limbs by summoning roots from the ground. Okay, also Wurzeln casten, um die Geschwindigkeit des Drachen zu verhindern oder zu reduzieren und oder angreifen mit einer Konterattacke mit Wasser. Ich würde sagen, wir probieren hier erstmal ein bisschen lahm zu legen. Leon's idea isn't a bad one. Despite its size, the animal can no longer move. This allows the wizard to enter the dragon's mind. As he tries this, however, the sorcerer notices that the strength of the beast's paws are allowing it to unravel the cage of roots. He needs to give up on his attempt to overpower the dragon's mind and find another solution quickly. Okay, hat nicht so gut geklappt, aber war nicht ganz die falsche Idee. Also, wir sind noch am Leben. Ja, aber die Krallen, die vom Drachen, die haben halt mal leider direkt die Wurzeln kaputt gemacht. Jetzt können wir ihn einfrieren. Wir können Wasserelementar casten. Oder wir können, Spikes beschwören. Wir können hier in die Defensive gehen und sagen, wir ziehen uns raus und lassen uns das Wasserelementar machen. Das klingt eigentlich gut. Also an die Spikes glaube ich nicht. Probieren wir. Unfortunately, the dragon sees this coming. Thanks to its sheer size and power, it destroys the elemental by running straight through it. Leon freezes. His sorcery didn't play out as expected, and he's gripped by fear. Unable to keep his bladder in check, a warm stream runs down his leg. The reptile jumps on him and devours him alive. Tja. Das hat nicht geklappt. Fassen wir so zusammen. Und ich habe nur noch 10 Fates hier, also das ist Leon's idea isn't a bad one. Despite its size, the animal can no longer move. This allows the wizard to enter the dragon's mind. As he tries this, however, okay, also notices that the strength of the beast's paws are allowing it to unravel the cage of roots. He needs to Die Wurzeln sind kaputt gemacht worden. Ja. And find another solution quickly. Also wird es mit den Spikes auch passieren. Das Wasserelementar war nicht die richtige Wahl. Dann würde ich sagen, einfrieren. His play succeeds, and the dragon collapses to the ground, exhausted. Leon approaches the reptile and lays a hand on its snorting snout. Leon gathers a state of utmost concentration, as he was taught by the wizards of Amarin. He exploits his telepathic abilities to sneak into the mind of the now tame beast. He conveys the message that he is a friend who simply needs its help. The dragon is confused, and the wizard manages to flatter it quite easily. Despite its colossal size and devastating power, it is still just a simple-minded animal. Even though Leon has gained control over the dragon, he can't take advantage of all its talents just yet. Therefore, he decides to go back to pursue the other aspects of his plan. Now that he's established a lasting bond, he'll be able to summon the beast to his side whenever he shall want. Okay. Also, er hat den Drachen jetzt durch diesen Eisangriff gezähmt. Der Drachen ist erschöpft und liegt am Boden. Wir haben also Kontrolle über den Drachen gewonnen, aber wir können noch nicht alle Vorteile davon nutzen. Und noch nicht alle seine Talente einsetzen. Deswegen wird er jetzt zurückgehen. Und die anderen Aspekte seines Plans, die er da hat, weiter verfolgen. Wir können aber den Drachen wohl durch die Bindung, die wir mit ihm jetzt eingegangen sind, irgendwie beschwören. Immer wenn wir das meinen zu brauchen. Ich bin gespannt, wie sich das am Ende äußert.
Okay, Anchorin. Several years have passed since Leon set out to seek his obsessions. His stubbornness resulted in a war for the conquest of Kael'Sinar. However, he has yet to acquire all the knowledge he needs to dominate the nation, and with time, the entire world. As part of Kael'Sinar has fallen under his heel, the resistance has risen to stop him. The head of the rebels has hidden in the Ismaran forest. He has called for a council to end the war and destruction wreaked by Leon. He is aware that people need a hero to inspire them, if he is to gain back the trust that continues to falter day after day. The head of the rebels is none other than Raymond, the wizard who once ruled the Tower of Balinor. He turns to a ranger to search far and wide for the only person who could take on the role of such a hero, the famed Daragast Lyar. As Raymond mulls over the desperate situation, he sips a glass of wine in his austere tent. He indulges in a singular, quiet moment before the volunteer for Daragast's search is called inside. Ancoran, a young, green-skinned woman, steps up. She's a sylph and an expert tracker. She belongs to a new race, another failed magic experiment. However, instead of isolating herself from the world, she wishes to be part of it, so as to give her life meaning. Ancoran wishes for acceptance. She longs to leave behind all the years of abuse and mistreatments. She has joined the resistance, seeking deliverance from her past. Ancoran, I'm glad you've come forward for this mission. I want to help the cause, Raymond. Sylph replies. Where do you suggest I begin? The most recent intel we have dates a few years back, and comes from three different locations. You could try looking in the city of Akma, the forest of Rulath, or in Rost. Unfortunately, we can't tell which are trustworthy. I'll depart immediately, Ancoran declares. I'll be eagerly waiting for your return. Ancoran bows to Raymond and takes her leave to start packing for her journey. She needs supplies, weapons, and money. But first, she needs to choose where she's heading. Okay. Also, Jahre später, hat halt die Sturheit von Leon dazu geführt, dass es einen Krieg um die Eroberung von Kael'Sinar gibt. Und da gibt es dann eine Gruppe von Rebellen, die hier widersetzen. Und Raymond ist der Chef der Rebellen und er ist der Zauberer, der den Turm von Balinor irgendwann mal regiert hat. Und um diesen Kampf gegen Leon gewinnen zu können, brauchen sie einen Helden, das ist der Daragast Lyar. Der muss aber gesucht werden, weil keiner weiß, wo er wirklich ist. Und für diese Suche hat sich hier unsere Sylphe, wie heißt der, Ancoran, bereit erklärt, weiß aber nicht, wo sie anfangen soll zu suchen. Und es gibt jetzt drei Orte, die ihr empfohlen wurden. Und das ist die Stadt Okma, der Wald von Rulath oder Rost. Ja, so. Das ist die Sache, sie brauchen den Helden, sie brauchen Daragast, der muss gefunden werden und unsere Ancoran begibt sich hier auf die Suche. Wo fangen wir an? Wir fangen an. Ja, ist eigentlich vollkommen wurscht, oder? In Okma. The city is not far from the Resistance headquarters. It's one of the few main stops for the rebels to have a few drinks or to revel between women's thighs at the local brothels. However, Akma leaves you unimpressed. You keep your hood low, covering your eyes so as not to give away your identity. The city, though it barely deserves such a name, is merely a conglomerate of wooden houses. Nevertheless, it is teeming with people. The Wereboar Tavern might be a good place to start your mission. Walking through the alleys, it doesn't take long for you to find it. It has an eye-catching sign. Dusk is falling, and many customers are already sitting at the tables. Normally, the music and noise would be enough to keep you out. Even though you're much more comfortable in the wild, you have a task at hand. So you pull yourself together and enter the hall.
Since there's nowhere to sit, you head straight to the bar, where you meet the barkeep's smiling face. What can I help you with, my dear? Wine. And information. You hand him a gold coin and uncover your face. The barkeeper is quick at hiding the coin in his apron, but pales upon seeing your face. Suddenly, someone grabs you violently and splits your lip with a punch. We don't want any monsters here! Squalls a man roughly twice your size. You have no choice. You must defend yourself. Okay, in diesem komischen Örtchen Okma, was nichts mehr ist als irgendwie eine Barackensiedlung, begibt sich Anchoron in die Taverne und da ist es voll und sie begibt sich direkt zur Bar und sagt, dass sie gerne Wein hätte und Informationen und gibt dafür ein bisschen Gold an den Barkeeper. Dann kommt aber ein komischer Mann um die Ecke, der ungefähr doppelt so groß ist wie sie und sagt, dass sie hier nicht willkommen ist und greift sie direkt an. Was können wir machen? Wir können ihm, direkt vors Knie treten oder wir können in den Nahkampf gehen. Und ich würde sagen, Nahkampf ist natürlich hier für unsere Rangerin nicht unbedingt die beste Idee, ne? Sie hat ja doch eher andere Stärken, deswegen treten wir ihm lieber mal gegen das Knie und gucken, ob wir irgendwie Abstand verschaffen können. While imposing, the man you're facing is quite clumsy. Since your first fighting lesson, you've been taught that the weakness of larger opponents are their legs. You surprise your adversary by kicking him in the knee. He drops to the ground, grunting painfully, but can't avoid your punch straight to the chin, which knocks him unconscious. Just as you think you've dealt with the problem, you notice the tavern has fallen quiet, and the bystanders are glaring at you. There must be at least 20 of them. Common sense comes to your aid, and you run from the tavern before things get worse. Gut, also wir haben ihn in der Tat mit dem Tritt gegens Knie ausgeschaltet, aber plötzlich verstummt alles in der Taverne und wir sehen, dass ungefähr 20 Leute hier die Anchorin fokussieren und die Situation wird schwierig, deswegen nimmt sie Reißaus und haut sofort ab aus der Taverne. Gut, wir haben den Darragast noch immer nicht gefunden, deswegen suchen wir jetzt mal im Wald weiter. The walk to Rulath Forest was long. Before you is a dark maze of trees and entangled branches. You'd rather not go into the woods now, as it's evening. But you need to find Darragast as soon as possible, so you wander into the forest. The path unravels between the trees, and as you advance, you hear some wolves howling. You rush forward as the call of the wild beasts grows closer. Finally, you spot a trembling light in the distance. Perhaps the window of a cabin? You hope to get there before the wolves are upon you, but it's too late. 3 pairs of yellow eyes point your way, and you'll have to face them. Okay, wir sind im Wald, es ist dunkel, der Weg ist verschlungen. Wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns irgendwo sicher zur Ruhe zu betten, weil wir müssen den Darragast halt finden und wie es halt kommen sollte. Ja, Wölfe. Wir haben zwar in der Entfernung Licht gesehen und hoffen, dass es irgendwie eine Hütte ist, aber die Wölfe sind schneller da und wir müssen uns jetzt gegenüber den Wölfen verteidigen. So, wir können ein Kurzschwert ziehen. Oder wir können hier quasi mit Messern werfen. Ich würde sagen, das ist eher unser Ding. With woodland predators, the best strategy is to strike first and quickly. You can't show any fear. You unsheathe your knives with both hands and hurl them in one single fluid movement. You hit the first 2 wolves straight between the eyes. The third beast immediately stops growling, turns tail, and runs. Nature's perils seem to have come to an end, but your ranger's instincts suggest otherwise. Ruloth might still have a few surprises in store yet. However, you're also in a hurry to find out who lives in that cabin. You see 2 paths before you. One is a stone road, while the other looks like a beaten track. You close in and study both carefully before deciding which one to take.
you may fall into a trap. The stone path is clearly the work of men. The other looks more like the result of animals passing by. Both could be safe, but you never know. Gut, also wir haben natürlich die Messer nicht geworfen, wir haben sie gewirbelt und damit die Wölfe eingeschüchtert und sie haben dann abgelassen. Aber ihre Instinkte sagen, dass das natürlich nicht alles war und dass dieser Wald noch mehr Überraschungen hat. Und wir stehen jetzt hier an einer Kreuzung, wo zwei Wege abgehen, ein Trampelpfad und ein Steinweg. Und der Trampelpfad sieht eher aus, als dass er von Tieren gemacht wurde und der, die Steinstraße eher, ja, als wäre sie von Menschen angelegt worden. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, welchen Weg wir nehmen. Und ich würde sagen, ja, natürlich, wir nehmen den steinernen Weg. Is flanked by trees, but goes straight to the cabin. You're almost there when suddenly you feel the stones move under your feet. A contraption goes off to your right, leaving you no time to react. A swarm of wooden spikes jab at your tender flesh. Whoever lives in the cabin must be extremely cautious and probably set up some traps. A wooden grid with spikes hits you right on. You're not dead yet, but you can feel your life force leaving you. Your adventure ends here. Tja. Und dieser Weg ging tatsächlich zu einer Hütte, war aber mit Fallen gespickt, die letztendlich dafür sorgten, dass wir dann doch gestorben sind. Sehr, sehr schade, falsche Entscheidung getroffen. Und ja, jetzt weiß ich, was sie meinen mit, man kann sehr, sehr oft zwischenspeichern, damit man halt eben nicht ständig diese Leben verbraucht. Aber noch haben wir welche und wir sind ja auch nur, in Anführungsstrichen, im Early Access. Das heißt, wir müssen erstmal nur ein paar Videos noch überstehen. Deswegen, ja. Ich will nicht mit einem anderen Charakter weitermachen. Ich möchte, solange ich noch kann, die Entscheidung wiederholen. Okay, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe ja gerade gesehen, wir sind ja schon gut in der Zeit. Das nächste Mal also nehmen wir diesen Trampelpfad hier und gucken, was dann passiert und wie wir dann irgendwie doch vielleicht zu dieser Hütte auf einem anderen Weg gelangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ihr habt gemerkt, ich habe es jetzt doch ein bisschen mehr immer übersetzt und zusammengefasst, was da gekommen ist. Vielleicht war das letzte Mal, doch nicht ganz so gut. Ich habe zumindest das Bedürfnis, ich müsste es einfach noch mal ein bisschen auf Deutsch zusammenfassen, auch wenn das nur grob ist, nur um euch noch ein bisschen besser abzuholen hier. Gebt mir mal euer Feedback, sagt ihr, wie ihr es wollt. Soll ich die Story ganz alleine laufen lassen, ohne was dazu zu kommentieren, außer die Entscheidung zu kommentieren, oder soll ich das tatsächlich so weitermachen, dass ich doch immer eine kurze Zusammenfassung der Geschichte gebe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen dann, euer Matze.